Aufnahme starten, funktioniert, na wunderbar. Ich nehme einfach der Einfachheit halber mein übliches Setup für eine Rumpfliegerei, dann spare ich mir das alles wieder neu einzunorden, da ist die Kamera. Es gibt inzwischen wieder weitere Kanäle von mir und da das unübersichtlich ist, mache ich jetzt mal ein Rundumschlag-Video, damit ihr es überhaupt mitkriegt. Also das Wichtigste erstmal vorweg, mein Hauptkanal, na, Langschwerdete. Oh, ich habe die 4000 Abonnentenliste geknackt um einen. Also, das sieht man nur hier dran, ne? Also, die Videos werden immer erstmal von jemand anders dann gezeigt. Also, mein normaler Hauptkanal, der bleibt, wie es ist. Da hat sich auch nichts getan. Da gibt's ein Videoverzeichnis, das erstelle ich gerade. Beziehungsweise mit am Festmachen zeige ich euch gleich nochmal eben so ein bisschen. Das ist also nichts Neues, da tut sich gar nichts. Aber es gibt einmal hier Playschwert. Das ist der, wo ich bis jetzt alle meine im weitesten Sinne Gameplays reingeknallt habe. Der hat sich aber eigentlich zum Fliegereikanal gemausert. Danach müsste er eigentlich Planeschwert heißen. Aber da die meisten meiner Abonnenten hier drauf irgendwie mit der Fliegerei zusammenhängen, habe ich gesagt, lasse ich das bei Playschwert und lagere alles andere aus. Das heißt, es gibt jetzt einfach noch ein Jagdschwert. Da landen eigentlich The Hunter, Call of the Wild, The Hunter Classic und Kabela, was weiß ich, Hunter, also alles, was irgendwie mit Jagen zu tun hat, kommt dahin. Ist nicht so wahnsinnig viel, aber ich wollte es aus dem Fliegerkanal raushaben, weil der eine oder andere fühlt sich genervt, wenn da was anderes dazwischen ist. Dann gibt's Peng-Schwert, hat ja wahnsinnige Aufrufzahlen gehabt, der Kram. Den habe ich jetzt ausgelagert, das ist World of Guns, also das Zerlegen und Zusammenbauen von diversen Knarren. Langschwert habe ich gerade gesagt, ist mein normaler Universal für alles Katalog. Kanal. Battleschwert. Da kommt alles rein, was irgendwie PUBG, Cuisine Royale, also um sich geballere. Ne? Auch das lagere ich einfach aus. Ist jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend. Der Anonym ist für euch uninteressant. Das ist eigentlich, wenn ich so bei eBay irgendwas verkaufere, dann tue ich da das passende Video rein. Ne? So. Den Gimpel. Ach ja, richtig. Gimpel. Ups, habe ich ihn angeklickt. Na ja, schön. Gimpel, da habe ich eigentlich... Nein, das sind nicht Gimpel-Videos, das sind einfach nur irgendwelche Videos vom Playschwert-Kanal, auf dem ich ja gerade war. Genau, Gimpel, das ist ganz, ganz alt, als ich noch Skins für World of Tanks gemacht habe und vor allen Dingen sind auch von 2014 sind da noch Drachenfest-Videos drauf, die ich da lassen möchte. Ne? Also da verlinke ich aber in meinem noch zu berichtenden gleich Videoverzeichnis drüber. Und Gimpel-Drohne, ja Gott, das sind halt meine ganzen Drohnen-Videos. Mittlerweile habe ich die Tätigkeit in Sachen Drohnen ja dank Herrn Dobrindt mehr oder weniger eingestellt. Aber der Kanal existiert noch, ich weise also einfach mal drauf hin. Das war das. Dann habe ich was erzählt eben über einen Videoindex. Und zwar habe ich hier mein Wildkamera-Forum, das ich auch für allerlei anderen Kram benutze, weil ne, Webspace halt und eine Forumsstruktur mit Suchfunktion. Da habe ich einfach einen Bereich angelegt. Da geht es nur um meinen Videoindex. Und zwar in meinem Hauptkanal, also Langschwerdete. Ach, hier sind jetzt nochmal die Kanäle. Weil der Gimpel fehlt hier noch, den muss ich noch nachlegen. Genau, da war das nämlich so auf meinem Hauptkanal, dass man durch Auflisten der Videos nicht alle Videos auflisten kann. Nach einem Jahr macht er, glaube ich, Feierabend und ich bin jetzt seit, weiß ich, 7 Jahre? Also etwas relativ lange dabei. Und dann habe ich mir gesagt, ja mein Gott, jetzt muss ich es endlich mal in Angriff nehmen und es ist ja leider auch eine ziemliche Plackerei, das zu machen. Alle meine Videos praktisch so zu sortieren, dass man sie auch finden kann und zwar nach Thema sortiert. Das sieht man also dann hier. Alles, was mit 3D-Druckern zu tun hat. Das ist praktisch rückwärts zeitlich sortiert. Ne? Hier sieht man noch wenig, weil ich bin, glaube ich, erst bis 2016 oder so. Ne? Und da habe ich noch gar nicht großartig 3D gedruckt. Das wird dann auch wahrscheinlich zu Einzeilern werden, weil ewig lange Beschreibungen unten dran sind in der Regel nicht nötig. Gehen ja aus dem Namen hervor oder stehen in der eigentlichen Videobeschreibung. Und ja, Dudelsack und Flöten. Ich glaube, da habe ich hier immer noch ein bisschen mehr Beschreibung drin gelassen. Wird auch nicht Einzeiler, aber wird auch noch anders. Aber jedenfalls kann man dann alles finden. Die Dudelsack-Leute haben praktisch ein eigenes Verzeichnis. Die 3D-Drucker haben ein eigenes Verzeichnis. Sonstiger Unfug ist, alten Feuerlöscher leerblasen, eine Papierstadt niederbrennen, was auch immer. Das findet sich da drin. Fahrzeugvideos ist mit Motorrad-Rumknatterei. Und nein, das habe ich nicht auch noch nach verschiedenen Motorrädern sortiert.
kommt vielleicht irgendwann ja mal Drachenfest-Videos. Klar, ist logisch, ne? Da sind ja auch die ganzen Drohnen-Drachenfest-Videos. Im Moment noch bis 2016 oder was habe ich hier? Da, bis 2016, genau. Auch die 360-Grad-Videos sind da mit drin. Damit man eben alles findet, was mit dem Drachenfest zusammenhängt. Dann habe ich dasselbe nochmal für LARP- und Markt-Videos. Steht ja auch, ne? Alles, was nicht Drachenfest ist. Das heißt, da sind unsere Hoffeste drin. Da sind wir nicht irgendwo auf Märkten rumdudle. Klammer auf, ist eine Erweiterung, ne? Meine Dudelsack- und Flöten-Videos sind in der Regel die, die ich hier zu Hause mache. Und wenn ich auf dem Markt irgendwo dudle, findet sich das üblicherweise auf dem Markt wieder. Wenn da mal was vertauscht sein sollte, ist das eben so. Das wird im Laufe der Zeit noch korrigiert. Meine Musikvideos, ja Gott, das sind also alles, was Feuershow ist von unseren Feuerleuten oder wenn ich irgendwie nicht dudelnde Musik mache. Wettermecker-Videos habe ich oft gemacht, weil ich festgestellt habe, dass ich auffällig oft über das Wetter gemeckert habe. Ja, Drohnenvideos, da sind momentan nur die erfasst, die aus irgendeinem Grunde mit in meinen Normalkanal gerutscht sind. Wegen extremer Wichtigkeit oder Unwichtigkeit, ich weiß es nicht. Eigentlich sind meine Drohnenvideos ja alle auf dem Drohnenkanal. Die werden hier aber nicht alle einzeln auseinanderfieseln. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht angedacht. Vielleicht später mal nach Drohne sortieren oder so. Mal gucken. Fliegervideos, ich glaube, da habe ich auch... Nee, gar nicht wahr. Fliegervideos habe ich einige wenige auf meinem Hauptkanal. Genau, ich bin ja irgendwann schon mal mit einer Sokata TB10 geflogen. Und das ist im Hauptkanal gelandet. Damals gab es den Fliegerkanal noch nicht. Und ich will das jetzt nicht zum Fliegerkanal rüberschieben. Da verliert man ja auch alle Hits, die auf dem Video sind. Also landen praktisch dann die richtig Flieger-Video alle hier drauf. Ne? Nicht unbedingt die Simulator-Flieger-Videos, sondern nur die Echt-Flieger-Videos. Die sollen hier hin. Ja, und die Wildkamera-Videos. Ihr seht, das sind nicht wenige. Diese alle hier, da werden auch noch Einzeiler draus. Das wird dann im Wesentlichen hier nach Modell wird das sein. Da kommt irgendwann auch nicht mehr viel dazu, weil ständig sich neue Wildkameras zu kaufen, das geht ganz schön ins Geld. Da. So, und das war's eigentlich auch schon. Den Link zu dieser ganzen Kiste, den schiebe ich im Laufe der Zeit unter die ganzen Videos drunter. Ihr werdet also praktisch gewaltsam darauf aufmerksam gemacht. Aber ich wollte erstmal ein Erklärbär-Video haben, damit ihr überhaupt seht, blablabla, da gibt's sowas, ne? Okay, ja, das war's, ne? Kurz, knapp, wie immer. Ich bin immer sehr kurz und sehr knapp. Naja, gut. Okay, also, danke fürs Reinhören und ich hoffe, dass sich das auch lohnt, die ganze Arbeit, dass ihr also wie die Bescheuerten diese Videos aufruft und was ganz, ganz wichtig ist, auch abonniert. Also auch die Spartenkanäle müsst ihr abonnieren, sonst kriegt ihr im Leben nicht mit, dass da jemals irgendwas Neues kommt. Da relativ selten was Neues kommt, wird es auch nicht allzu störend sein. Ich sage das deswegen immer wieder, weil so ein Kanal, wie viele Aufrufe hat ein Video, ist immer für mich interessant. Irgendwie interessant. Aber entscheidend ist natürlich, wie viele Leute haben das Ding abonniert, dass ich sagen kann, aha, die haben überhaupt Interesse an der ganzen Thematik. Guck, ihr seht jetzt hier zum Beispiel 20 Aufrufe, 27, 38 Aufrufe. Da sage ich jetzt, aha, das Thema, dass der SimWorld eingestellt worden ist, ist offenbar interessanter als der Livestream von irgendwo, ich fliege in der Gegend rum. Trotzdem hat dieses Video auch 38 Aufrufe. Dafür, dass SciTech-Probleme hat nur 14 Aufrufe. Also das hängt auch viel mit dem Wochendach zusammen. Am Wochenende kommen mal mehr Leute als unter der Woche. Und vor allen Dingen, je länger ich nichts mache, umso mehr Leute rufen das letzte Video auf. Das ist ganz merkwürdig. Ja, und wenn ich dann auf meinen Normalkanal, also den Spinnerkanal gucke, da habe ich schon mal 100.000 Aufrufe auf einem Video. Also wenn ich da mal rüber gucke, ach, brauche ich hier gar nicht. Ich kann ja direkt hier täglich Langschwert. So, und dann liste das mal eben auf nach größte Beliebtheit. So, dann haben wir hier 108.000 Aufrufe, wo ich mit der Blockflöte tute. Da, 67.000, 64.000, 53.000 Aufrufe. Ja, von da an geht es dann bergab. Aber die 10, das sind alles Doodle-Videos, ne? Interessanterweise, weil die halt auch meistens, ich meine, 8 Jahre, ne? Das ist ein paar Tage her, 9 Jahre. Also bin schon über 9 Jahren bei YouTube offensichtlich. Aber vor 2 Jahren die 10 besten Wildkameras, über 40.000 Aufrufe. Und die 3D-Drucker hier, der beste 3D-Drucker ist, die 10 besten Wildkameras sind. Interessant. 37.000 Aufrufe. Der Feuerlöscher, 37.000 Aufrufe. Ja, ansonsten seht ihr, die Doodler bringen mehr Aufrufzahlen. Wildkamera. Ich habe einen Opel Omega B damals verkauft.
28.000 Aufrufe, das ist 5 Jahre her. Na gut, deswegen weise ich halt darauf hin, dass es diese Spartenkanäle bei mir gibt. Und ja, wen es interessiert, soll sie am besten bookmarken. Und ja. Und ich versuche auch dieses Verzeichnis einigermaßen aktuell zu halten. Das heißt, also, dass ich neue Videos auch tatsächlich eintrage. Da, 4.001 Abonnenten. Endlich habe ich die 4.000er Zahl geknackt. So, das ist wieder alt nach neu, habe ich gerade gesagt. Das ist doch falsch. Bin da neu nach alt. Da, neu nach alt. So, das reicht jetzt aber wirklich. Also, vielen Dank fürs Reingucken und ja, guckt euch alles an und viel wichtiger, abonniert das wie blöde. So, Dankeschön und tschüss.